Hallo, hier ist Heiko Philo. Ich hoffe, es geht euch gut. Und heute ist es soweit. Tada, der Showdown. Geht Moral oder geht sie nicht? Gibt es Moral oder ist das alles nur ein großer Spuk? Natürlich, es gibt Moral. Ganz ruhig, ganz ruhig. Wir werden das jetzt hier zeigen. Also, die Aufgabe ist, ich soll allein durch vernünftige Überlegungen ohne Bezugnahme auf subjektive Vorlieben zeigen, dass eine Handlung besser ist als eine andere, und zwar immer, für alle Zeiten, zu allen Orten, bei allen Gegenständen, auf die sich diese Handlung bezieht, und ja, immer. Das ist ganz einfach. Also wir stellen uns die Frage, was ist besser? Wahrheit oder Falschheit? Um jetzt das auf Handlungen zu bringen. Also ich habe hier eine falsche Aussage und eine wahre Aussage und möchte jetzt entscheiden, ist es besser, eine wahre Aussage in den Bestand meiner Überzeugungen zu übernehmen oder eine falsche Aussage in den Bestand meiner Überzeugungen zu übernehmen? Ist eigentlich ziemlich klar, aber wir wollen ja nicht einfach uns einig sein, dass das so ist. Dass wir natürlich die Wahrheit bevorzugen, sondern wir wollen beweisen, dass das durch allein vernünftige Überlegungen zu zeigen ist, dass es besser ist, die Wahrheit der Falschheit vorzuziehen. Ja, ich mache das, indem ich gucke, geht denn die Gegenthese? Also ich gehe jetzt mal davon aus, es ist besser, versuche das mal durchzuhalten, dass ich die Falschheit der Wahrheit bevorzuge. Ich will also immer nur, wenn ich falsche Aussagen treffe, begeistert überzeugt sein von diesen Aussagen und mich vollständig in den Irrtum begeben. Ich liebe Wahrheit, ich liebe Falschheit, ich liebe Illusionen, ich brauche die. Was muss ich tun, um das wirklich durchzuhalten? Ich muss unterscheiden zwischen wahren Aussagen und falschen Aussagen. Ich will ja nicht versehentlich an die wahren Aussagen glauben. Idiot, was Blödes. Ja, ich muss also unterscheiden. Das heißt, ich muss, wenn ich die Falschheit so liebe, den Irrtum so liebe, die Wahrheit lieben. Weil ich muss ja unterscheiden zwischen wahren und falschen Aussagen. Und das muss ich richtig wahrheitsgemäß tun. Also es geht gar nicht. Ich kann nicht die Falschheit lieben, ich brauche dazu die Wahrheit. Kurzschluss, kaputt, geht nicht, These im Eimer. Für mich ist das ja klar, ich hoffe, das ist euch auch klar. Also, das geht schon mal nicht. Jetzt kann man noch die Möglichkeit zu sagen, vielleicht sind die ja beide gleichwertig. Also Wahrheit und Falschheit sind irgendwie gleichwertig. Die sind halt so, haben halt unterschiedliche Farben, sagen wir mal. Ja, jetzt muss ich aber wieder unterscheiden zwischen Wahrheit und Falschheit. Das mache ich ja eh. Wenn mich die irgendwie interessieren, muss ich die unterscheiden. Die sind also nicht neutral. Sonst würde ja Wahrheit und Falschheit nicht unterscheidbar werden. Es würden diese Farben verwischen zu einem braunen Brei oder grauen Brei. Ich will aber lieber das Helle. Also unterscheiden zwischen wahr und falsch ist schon wieder die Liebe zur Wahrheit. Ich bevorzuge die Wahrheit gegenüber der Falschheit. Und das kann ich nur konsistent durchhalten, wenn ich unterscheide und wenn ich die Wahrheit der Falschheit bevorzuge. Und das ist nur aus vernünftigen Überlegungen der Fall. Es geht nämlich gar nicht. Das andere geht gar nicht. Es gibt praktisch nur noch, wenn ich überlege, wie geht denn das, bleibt nur die Möglichkeit übrig, die Wahrheit der Falschheit vorzuziehen. Aus logischen Gründen. Ich kann natürlich verrückt werden und dann immer noch an Irrtümern festhalten. Physisch ist das möglich, wie man ja sieht. Es gibt genug verrückte Leute. Aber wenn man vernünftig überlegt, bleibt einem nur die Wahl, Wahrheit ist besser als Falschheit. Und das ist ja die Definition von vernünftigen Überlegungen. Man kann als vernünftiges Wesen gar nicht anders, als zuzustimmen, dass die Wahrheit besser als die Falschheit ist. Das ist eine moralische Aussage und das ist ja auch eine Grundeinsicht der Philosophie. Wahrheit ist der höchste Wert, Ehrlichkeit ist die wichtigste Grundtugend. Also Wahrheit ist echt eine feine Sache. Und das kann man hier ganz logisch zeigen, ist ganz einfach, völlig logisch nachzuvollziehen, hoffe ich mal. Wenn nicht, bitte kritisieren. Und das Schöne ist, wir haben jetzt ein Beispiel dafür, dass es durch vernünftige Überlegungen ohne Bezugnahme auf subjektive Vorlieben, ich wollte gerne die Wahrheit hassen, geht nicht.
dass es möglich ist, eine Handlung ganz allgemein gegenüber einer anderen auszuzeichnen als immer und absolut besser als eine andere. Und das ist Moral. Das heißt, Moral ist möglich. Moralischer Subjektivismus ist Schrott. Moralischer Relativismus ist auch Schrott. Moralischer Nihilismus, was das beides letztlich ist, ist Schrott. Kann auf dem Müllhaufen der Geschichte. Und demnächst geht es weiter. Wie geht es denn jetzt dahin, noch weitergehende moralische Thesen zu beweisen? Da wären die These des Nicht-Angreifens, des Eigentums an sich selbst. Das werde ich in nächsten Videos machen. Okay, bis dann.